Was sagen die Satelliten, Victor? Im Moment überhaupt nichts. Ich habe keinen Empfang. Hey, wisst ihr, was immer Empfang hat? Papier. Okay, diese Route hier müsste uns direkt zum Vulkan führen. Könnte aber holprig werden. Worauf warten wir dann? Okay. Auf geht's. Und was suchen wir hier draußen? Tja, die Karte zeigt viele Bauten um den Vulkan herum. Einige verlassene Außenposten, ein paar Wachtürme. Wachtürme? Avery war der meistgesuchte Mann der Welt. Wenn er hier also etwas versteckt hat, dann brauchte er Aussichtsposten. Und einer dieser Türme ist direkt auf dem Vulkan. Mit Averys Schatz. Hoffentlich. Ich sehe da vorne Ruinen. Bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Bei null. Er ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß, wir fahren zu einem Vulkan. Das und wo es den billigsten Geländewagen gibt. Warte, Sally. Ist das, du hast tatsächlich eine Forschung angestellt? Du kannst ja nicht immer der Klugscheißer sein, Junge. Diese Brücke könnte man wohl als wackelig bezeichnen. Das sieht vielversprechend aus. Komm schon, Baby. Los, 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 los! Geschafft! Okay, Junge, lass uns nicht abstürzen. Hey, fahr ganz langsam und schön in der Mitte. Ja, Beifahrer wissen es ja immer. Wow! Schon gut. Alles gut. Herr im Himmel. Auf nach oben. Vorsicht! Ach, so kommen wir nicht vorwärts. Die Räder finden keinen Halt. Die Felsen! Okay, festhalten, Leute! Ich seh's, ich seh's! Shit, shit, shit! Langsam habe ich den Dreh raus. Na bitte. Oh, Harry, mein Rückgrat. Da, Reifenspuren. Hier ist jemand durchgekommen. Hey, seht mal da oben auf dem Hügel. Steht ein Turm oder sowas. Das gefällt mir. Hey, Victor. Worüber hast du mit dem Verleihtypen gestritten? Oh, dein Bruder wollte einen Geländewagen mit Seilwinde. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federung. Verstehe. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad, wenn es mal regnet oder matschig ist. Jede Wette, dass wir die verdammte Winde kein einziges Mal benutzen müssen.
Schlagloch. Okay, haltet euch fest. Oh, hey, mach langsam, Junge. Ja. Also, Nathan, du glaubst, Avery, Chu und ein paar andere Piraten haben ihre Schätze zusammengetan und sind hierher gekommen, weil... Warum genau? Wer weiß, vielleicht zum Schutz. Die britischen Behörden saßen ihm im Nacken. Klar, vielleicht hat er ihnen geholfen zu verschwinden. Der Kerl hatte echt Talent, Dinge zu verstecken. Los! Und nein. Das war ein Versuch wert. Sehen wir uns mal den Turm an. Ich komme mit. Ich habe große Pläne für diese Winde. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. So, das sollte reichen. Ja, hat Spaß gemacht. Ist steiler, als es aussieht. Okay, fertig? Probieren wir es. Auf geht's. Langsam. Langsam. Siehst du, Sully? Die Winde. Total nützlich. Das war ein Hügel. Noch hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ach, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Großen. Sam, hier. Das ist Christopher Condons Zeichen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Als seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein, stimmt. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Und lieferte auch die Männer dazu. Wie auch immer. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Genießt den Anblick, Gentlemen. Wow. Spektakulär. Stellt euch vor, ihr kommt hierher, ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen, unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, könnte man es wirklich schlechter treffen. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Victor, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, dann zurück über den Atlantik nach Südafrika. Sam. Und all das schafften sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, willst du einem ehemaligen Seemann das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Ja, dauert trotzdem ziemlich lange. Ah, jetzt seht euch das an. Oh, Scheiße, stopp, stopp! Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Na, der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil.
Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Die Struktur dieser Piraten lässt echt zu wünschen übrig. Und wie kommen wir jetzt hier raus? Die Winde, Sully. Echt praktisch, oder? Ich war nicht gegen die Winde. Ich wollte nur nicht über den Tisch gezogen werden. Gerade nicht in Schleudern. Sully, wie gut kennst du Nadine eigentlich? Wieso? Vielleicht kannst du sie kontaktieren und überreden, ihre Schläger zurückzupfeifen. Haha, ja, klar. Was, wenn wir ihr mehr versprechen als Ray? Nein, so arbeitet sie. Sie ist eher der Typ Söldner, der erst sein Geld sehen will. Also ist Rafe da im Vorteil. Da, Shoreline. Ja, die geben wirklich alles, was?
Und sie kommen dem Vulkan verdammt nah. Daran dachte ich auch gerade. Was, wenn sie den Schatz schon gefunden haben? Na, seht doch, die durchsuchen jeden Zentimeter. Wenn sie ihn schon gefunden hätten, würden sie nicht mehr suchen. Ja, ja, hast wohl recht. Hey Sam, wenn ich mal fragen darf, wie hast du dir die Zeit im Knast vertrieben? Ach, weißt du, mit Lesen. Einer der Wachmänner, ich hatte seine Fittiche gefunden. Er hat mir immer Bücher aus der Bücherei besorgt. Was hast du denn gelesen? Geschichte. Vor allem alles, was mit Avery und den anderen Piraten zu tun hat. Nur für den Fall, weißt du? Klar. Und außer den Büchern, Liegestütz, Rauchen, mich aus den Streits rivalisierender Gangs raushalten. Und ich habe viel nachgedacht. Das war's eigentlich. Sam, wenn dir dieser Wachmann Gefallen getan hat, warum hast du ihm keine Nachricht für uns gegeben? Oh, ich hab's versucht. Bin gebeten, einen Brief zu schicken. An dein Postfach. Ich hab nichts bekommen. Ja, weil der Direktor es mitbekommen hat. Ich hab eine ordentliche Abreibung bekommen. Und den Wachmann nie wieder gesehen. Herrje. Aber ich hab meine Rache bekommen, als der Direktor mich mit Alcazar zusammengesteckt hat. Das lief nicht so, wie er erwartet hatte. Seht euch das an, Leute. Was ist das? Leute, auf dem Hügel steht noch ein Turm. Fräulein-Söldner zu sehen? Schwer zu sagen. Tja, sieht so aus, als wären wir die Ersten. Sehen wir uns um und dann weiter. Zugbrücke? Wie mittelalterlich. Ja, man baut keine Zugbrücke, wenn man nicht jemanden draußen halten will. Oder etwas im Inneren schützen will. Schorlein muss schon hier gewesen sein. Wer es findet, dem gehört. Nathan, sieh mal hier. Mist, die Stufen sind zerstört. Man kommt nicht hoch zur Kurbel. Ich suche mir etwas, worauf ich stehen kann. Sei vorsichtig, Junge. Leute, da ist ein riesiger Turm hinter der Zugbrücke. Der größte bis jetzt. Bingo. Sam, Speziallieferung. Wow.
Junge, alles klar? Mir geht's gut. Geht's dir gut? Ja. Kommst du klar? Mhm. Gut, du musst gleich. Ich fahr das Auto näher ran. Macht ruhig Pause. Ich schaff's schon. Ich meine, da ist nur eine Kurbel, oder? Du machst das super, Junge. Halt, halt. Schorlein, Leute. Moment. Wer ist es? Was gefunden? Sag was, Mann! Ich hab sie gefunden! Mist! Gib mir das! Hier, bevor noch mehr Shorelines auftauchen. Na gut. So, mal runter mit der Brücke. Versuchen wir es nochmal.
großer Turm auf einem Vulkan. Ich glaube, das Ende ist in Sicht, was? Sag mal, bei dem Geld, was Avery für Türme ausgegeben hat, wären da nicht auch Geländer drin gewesen? Ich sehe mich mal um. Ja, wie viel schuldest du, alter Saar, eigentlich genau? Die Hälfte. Die Hälfte wovon? Naja, er weiß nur von der Gangiser Weiser. Das wären 400 Millionen. Ja, aber wenn Nathan hier bestimmt, das ist viel größer. Also hättest du ihm sagen sollen, das wären 200.000. Man sagt seinem Partner nie, wie viel er schafft. Ich bin nicht davon ausgegangen, sein Partner zu werden. Leute, wir werden ihn finden, diesen Irren auszahlen und noch jede Menge übrig haben. Glaubt mir. Wir sind soweit. Dann mal los. Halt dich fest, Junge! Ich hab dich! Komm, komm! Bist du okay? Ging mir schon besser. Bring uns hier raus, Junge! Okay, festhalten! Du musst erst mal wieder vor der Kleine gehen. Langsam, Junge, langsam! Ah, das war doch lustig, oder? Aber ich brauche jetzt einen Termin bei meinem Seelenklempner. Du gehst zum Seelenklempner? Nein, aber jetzt werde ich damit anfangen. Kommt schon, jetzt übertreibt ihr. Ich hatte alles unter Kontrolle. Haltet euch gut fest! Das war ja mal ein netter Tempowechsel. Ja, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Fast. Los, gehen wir rein. Holen wir uns unseren Schatz, Jungs. Hier können wir nicht rein. Sam, hilfst du mir mal? Ja. Was haben wir denn hier? Dahinter ist offenbar irgendwas. Sam? Ja. Auf geht's. Verdammt, zugemauert. Okay, sehen wir uns um. Hey, vorsichtig mit dem Ding, Junge. Achtung! Ich sag doch Achtung!
Achtung, ihr zwei! Sam, warte! Ich bin aufgeregt. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Allerdings sehe ich keinen Schatz. Hey, Leute! Komme! Sieh dir das mal an. Ah, der heilige Dismas. So sieht man sich wieder. Also, was haben wir hier? Mehr Siegel. Da ist hier unser Avery. Thomas too? Und das ist, Das ist Adam Baldridge, das Joseph Farrow und das Richard Wand. Piratenkapitäne. Okay, also vielleicht war deine Piratentheorie doch nicht so falsch. Tja, also, hast du eine Ahnung, wie das hier geht? Muss man einen Knopf drücken oder etwas ziehen? Vielleicht einer der Arme. Versuch's mal. Komm schon. Jungs. Wenn ihr den Arm Dismas genug befummelt habt, solltet ihr euch vielleicht das hier mal ansehen. Das Trapez muss der Vulkan sein. Die Krone ist Kings Bay. Das ist eine Karte, Gentleman. Victor, du bist ein Genie. Gehört, Nate? Genie. Ja, ja. Okay, also, wir sind hier. Der Turm bildet eine Linie mit Averys Siegel. Okay, dann sind die anderen Siegel... Die Türme aus Averys Zeit. Ich meine, in einem muss unser Schatz sein, oder? Ja, aber in welchem? Das sind 12 Türme. Hey, Victor. Rauchst du neuerdings etwa Zigaretten? Wir sind wohl nicht die Ersten hier. In Deckung! Runter! Sie. Na, Scheiße! Okay. Hey,
Waren das alle? Hoffen wir's. Bist du okay? Ja, alles gut. Sam! Ja, hier drüben! Hey, was machst du da? Eine Vermutung bestätigen. Shit. Seht euch das an. Die haben die Türme auch durchsucht. Standorte, Siegel, einfach alles. Und was jetzt? Was jetzt? Wir sind am Arsch. Okay, wir sind drei. Und Gott weiß, wie viele die sind. Und die haben Vorsprung. Ja, aber sie wissen nicht, welcher Turm es ist. Super, Nathan. Wir nämlich auch nicht. Wissen wir doch. Da. Etwas abgenutzt. Genau da, das passt. Sicher, es könnte auch das hier sein. Mist. Ja, zwei ist besser als 12. Okay. Ich nehme diesen Turm. Du und Sally, ihr nehmt den. Nein. In den Türmen wimmelt es schon von Raves Leuten. Genau. Wenn wir sie schnappen wollen, müssen wir uns aufteilen. Sam, jetzt warte doch mal kurz. Nein, die Türme. Sie sind an verschiedenen Seiten von Kings Bay. Wenn du auf diese Shoreline-Clowns triffst, ruf uns an, okay? Bis später. Komm, Nate. Beeilung. Ja. Okay, da ist unser Turm. Glaubst du wirklich, dass der Schatz einfach so mitten auf einem verdammten Markt rumliegt? Oh ja, das wäre verrückt. Aber verrückt kennen wir ganz gut. Ja, das stimmt.